Mann, boah, da kann er zu Fuß kommen. Ah, oh, Schiatze. Upsi. Einen wunderschönen guten Moin und herzlich willkommen hier zurück beim Alarm für Cobra 11 hier zurück um Stissel Folge 3 inzwischen. Wir haben letzte Folge Leute in der Bombe verschreckt und die dann verfolgt und dann auch angehalten und es geht weiter in 3, 2, 1 und jetzt. Wir sind in der Stadt, wieder mit Semir Gerkans BMW und warten mal auf den nächsten Funkspruch. Fritten-Toni ist hier. Der Fritten-Toni. Oh. SMS. Taxi Ampelkamp 36 wartet mit Fahrgast. Hä? Ich denke, die Nachricht ist von Frank Frei. Kennst du ein Taxiunternehmen namens Ampelkamp? Nein, aber eine Straße. Na okay, dann mal los. Das 1x1 gegen das Böse. Oh, warte mal, ist er. An. Mal schauen, ob wir das jetzt hier ordentlich hinkriegen. Ob wir das ordentlich hinbuxiert kriegen. Peach, Entschuldigung. Ich muss euch wieder durch. Danke. Mann, boah, da kann er zu Fuß kommen. Ah, oh, Schiatze. Upsi, Entschuldigung. Taxi. Shit. Guten Tag, der Herr. Wo soll's denn hingehen? Semir, Ben. Wie ich höre, habt ihr den Drogendeal platzen lassen. Natürlich. Und wir haben Beute gemacht. Tja, das sorgt im Syndikat auch für Unruhe. Sie suchen nach einem faulen Ei in den eigenen Reihen. Hast du Schwierigkeiten? Nicht mehr als üblich. Hier habe ich wieder eine Liste mit Namen für euch. Danke. Können wir sonst noch was für dich tun? Nein. Passt auf euch selbst auf. Die üblen Genossen machen vor nichts Halt. Trainieren sogar Überfälle auf Gefangenentransporte. Seid also auch vorsichtig, wenn ihr die Jungs schnappt und dann durch die Gegend kutschiert. Dann sollten wir die Überführungen wohl verstärken. Ja, und fahrt durch die Gegend. Schließt Freundschaft mit Leuten, die Publikum haben und ihre Augen immer offen halten. Imbissbuden, Tankstellen und so weiter. Gegen einen kleinen Gefallen können solche Kontakte sehr hilfreich sein. Na, da werden wir schon was finden. Lasst mich gegen bei nächster Gelegenheit raus. Ich melde mich wieder bei euch. Gegen eine kleine Gelegenheit. Ja doch. Ganz kurz die Abkürzung, ja? Ganz kurz die Abkürzung. Klimper und Bums und alles fahren wir um. Hui! Am Arsch. Egal, wir fahren jetzt einfach hier durch. Wir sind cool, wir sind ja hier Fahrprofi. Wir sind die Autobahnpolizei. Wir crashen jährlich über 1000 Autos. Also dürfen wir das. Oh, wir haben jetzt voll viele Standorte und so ein Kram freigespielt. Wir können ja mal andere Autos mal schauen. Guck mal, jetzt haben wir diesen Kombi mal freigeschaltet. Jetzt haben wir den Porsche. In normal auch. Und den Pick. Oh, nice. Wie heißt denn der nochmal in echt? Hab den Namen vergessen. Oh, ich will die unbedingt, die American Autos. Die sind so geil. Guck mal. City Mail haben wir, das C-Team und Transporter Polizei. Mit dem Teil können wir auch umfahren. Dann haben wir noch den Prio Rally, das kleine Dings. Wir haben den Kompakt. Wir haben den Abrivia. Und gibt's den GTA auch. Und wir haben den Prio Sport. Jetzt die Frage, wir können natürlich auch mit diesem Polizeialligator rumfahren. Mal mit einer unzivil sozusagen. Jetzt kannst du Überwachungskameras installieren. Sie decken Syndikatmitglieder auf. Ein flächendeckendes Kameranetz bietet dir also einen großen strategischen Vorteil.
Es gibt in den Straßenkarten mehrere Standorte für Informanten. Tu ihnen einen Gefallen und sie werden dir beim Kampf gegen das Syndikat helfen. Das kann natürlich nur von Vorteil sein. Du hast ab jetzt die Möglichkeit, den Gefangenentransport zum Gefängnis zu eskortieren, um deine Festnahme endgültig dingfest zu machen. Achtung, das Syndikat wird versuchen, die Transporte zu überfallen und so die Gefangenen zu befreien. Das ist natürlich nicht so sexy. So, wer ist denn hier am nächsten dran? Wo wir hin können? Irgendwie einen roten Standort. Da ist eine Lupe. Gab es nicht auch einen Informant? Bin ich der Meinung, dass hier einer angezeigt wurde? Ah, dann sehen wir den so auf der Karte gar nicht. Dann fahren wir einfach mal zum nächsten Informant. Oh, das Spiel ist so arschlängenlaut, Alter. Na, Kollegen. So geht das aber nicht. Unser Auto hat einfach mal noch keinen Schaden genommen. Am Arsch, lernt mal fahren hier alle. Es ist unglaublich. Keine Sau kann hier ordentlich fahren. Ich bin der Einzige. Boah, fahren wir mit einem Porsche Cayenne oder was das auch immer ist rum? Ich glaube nicht. Ja, könnte Cayenne sein. Du hast gerade deine erste Kamera installiert. Verteile sie in der ganzen Karte. Sie denken Syndikatmitglieder auf. Du kannst immer nur 5 Stück im Auto haben. Beim nächsten Halt in einer Reparaturstandort oder am Revier werden die Kameras automatisch aufgefüllt. Oh ja. Das hast du sehr gut erkannt, mein lieber Freund. Sehr war mein Eingang Notruf wegen Diebstahl. Täter mit gestohlenem Fahrzeug auf der Flucht. Ja. Alle verfügbaren Wagen sofort die Verfolgung aufnehmen. Mensch. So, ein bisschen Präsenz zeigen, deshalb fahren wir mal hier in einem markierten Auto rum. Aber stopp. Ein Hoch auf die Hightech-Kameras. Aber das Programm wird nicht spannender. Na, warte mal ab. Ich glaube, heute kommt noch ein Krimi. Wir brauchen Unterstützung. Wir verfolgen gerade ein Fahrzeug, das als gestohlen gemeldet wurde. Ah, man kann ja Einsätze annehmen. Wie mache ich das denn? Hallo? Gibt's denn hier Aktionstaste R oder sowas? Ups, das war Respawn. Fuck it. Nee, aber schade, dann nicht. Ein Hoch auf die Hightech-Kameras. Ja. So. Ein Informant oder ein Kamerad gerade ein Syndikatmitglied entdeckt. Solange der Gegner im Sichtfeld des Informanten bzw. der Kamera bleibt, siehst du ihn auf der Karte. Rufe jetzt die Straßenkarte auf, um ihn ausfindig zu machen. Und das machen wir natürlich sofort. Wo ist er? Soll er das sein? Scheint so. Okay, wo sind wir denn überhaupt? Sind wir das hier? Dann können wir ja sofort die Straße... Dann sind wir unten... Können wir ja theoretisch... Wo sind wir denn? Ah, auf der falschen Seite. Und schon ist er weg. Und schon ist er weg. Egal, wir machen weiter Kameras und warten auf den nächsten Notruf oder so. Ein Hoch auf die Hightech-Kameras. So, die Kamera sollte uns jetzt mal zeigen, was wir sehen wollen. Ja. So sieht das aus. Soll sie mal machen, ne? Komm, den ziehen wir aus dem Verkehr. Das machen wir. Gut, da ist einer, an dem wir unsere schlechte Laune auslassen können. Haben wir schlechte Laune? Hopsala! Das tut mir recht herzlich leid. Am Arsch, verpisst euch. Oh, was sind die alle so unfähig hier? Ah, na super. Verstehen. Du hast keine Kameras mehr an Bord. Fahr zum Revier. Die nein. Die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Super. Mit der Kamera drehen wir unseren nächsten Werbespot für die JVA. Guck mal, da hinten blinkt so ein Pfeil oben rechts. Da flattern wir mal ganz schnell hin. Mauer, Mauer. Freunde, das macht keinen Spaß. Was hat der für eine schlechte Bremsleistung? So, und jetzt hier ganz leger rein. Krankenhaus. Bisschen durch den Garten, durchs Gemüse hier. Mein Gott, Herr Doktor, Sie sind uns beinahe vors Auto gelaufen. Ja, tut mir leid, ich bin sehr angespannt, hab nicht aufgepasst. Vielleicht sollten Sie mal eine Pause machen. Hab ich ja. Leider. Ich habe im OP einen bereits offenen Patienten liegen und wir warten auf das Organ. Ah, dann ist das wohl gar ein schlechter Zeitpunkt, Sie nach ein paar Männern auf diesen Fotos zu fragen. Ja, ein ganz schlechter Zeitpunkt. Wer sind Sie überhaupt? Jäger und Gerkan von der Kripo Autobahn. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Können Sie einen Rettungswagen fahren? Ja, wieso?
Der Hubschrauber, der das Organ bringt, muss heute weiter außerhalb landen. Der Rettungswagen steht bereit, aber ich finde die Besatzung nicht. Fahren Sie doch bitte zum Landeplatz und holen das Organ. Lol. Keine Frage, wir holen das Organ so schnell wie möglich hierher. Ausgezeichnet, ich danke Ihnen. Übrigens, zwei Männer auf den Fotos habe ich tatsächlich schon mal behandelt. Nach der OP suche ich Ihnen die Daten raus und melde mich. Vielen Dank, Doc. Das wäre natürlich sehr geil. So, dann haben wir den Krankenwagen raus hier. Alter, das geht sogar auf Zeit. Alter, der hat ja noch eine schlechtere Lenkung. Wieso ist das Spiel so laut? Das ist so abnormal. Weg. Nam. Guck mal, jetzt flattern wir sogar hier im Rettungswagen durch die Gegend. Schalten ja immer neue Sachen frei. Das finde ich sehr, sehr geil. Oh yeah. Tütüt. Oh, knappes Ding, mein Freund. Am Arsch! Oh, das sieht dämliche Sirene aus, Alter. Das ist ja nervig. Entschuldigung, mein Zahn-OP muss ich leider ein bisschen verschieben. Krass, da steht sogar ein Heli. Cobra. Und weiter geht es. Stopp. Da muss ich lang. Wenn hier in echt alle auch so scheiße fahren würden, wie sie hier alle fahren, dann wird man ja überhaupt nicht mehr vorankommen. Also, sie sollen sich mal hier an die Verkehrsregeln halten, ja? So geht das doch nicht, wie viele Unfälle die hier mal alle bauen. Und wir werden dann in Mitleidenschaft gezogen. Hier ist es schon wieder. Was baut man denn sowas an der Straße? Hier, der hätte mal ein bisschen weiter zurücksetzen können. Er hat doch gesehen, dass ich komme. Ich weiß jetzt, ich sage sehr oft am Arsch, aber es tut mir leid, ich mag die beiden Wörter im Zusammenhang. Gib doch Gummi, Junge. Alter Vater. Dein Ernst. Ich hab kein Nitro mehr. Doch, jetzt aber wieder. Und da brettern wir so durch. Wir sind da. Tada. So. Aber vielleicht die nächste Streife, würde ich sagen. City-Wache, nehmen wir mal ein anderes Auto. Nehmen wir hier, ihn hier wieder. Nehmen wir mal den. Alles mal ausprobieren, ne? Man muss ja alles mal ausprobieren. So, fahren wir mal zum nächsten Informanten. Das ist cooler als Kameras. Hinweis, damit hast du die ersten Informanten auf deiner Seite. Beschütze ihn gut. Informanten decken einen großen Gebiet der Syndikatmitglieder auf. Das freut uns doch tierisch. Hallo, ich muss da durch. Dankeschön. Cruisen wir mal gleich zum nächsten Informanten durch. Guck, was ich kann. Bremsen. Ballett. Shit.
Das üben wir aber nochmal, ne? Mal hier Rampen richtig hinstellen. Guck mal, wie unser Auspuff darunter hängt. Ja, also davon kenne ich doch irgendwo her. Fahr mal weiter, aber unauffällig. Na, hoffentlich ist es kein Pizzataxi. Sonst wird der Abend lang. Weg! Am Arsch! Was soll denn das? Oh, wieso stehen die denn immer im Weg? Überfall auf einen Reisebus. Ich wiederhole, einen Reisebus. Bitte alle Wagen sofort zum Einsatz. Ui. Fuck. Ich sehe schon, das wird heute nichts mehr. Tut mir leid. Ich breche mal die Folge hier einfach ab. Komme überhaupt nicht mehr zum Tüdel. Da geht's auf jeden Fall noch weiter und ich bedanke mich hier vielen fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in einer nächsten Folge oder in einem anderen Video wieder. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Haut rein, bis dann und ciao. Oh shit. Ciao.